Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 2. Wir knutschen einfach mal ein bisschen rum und zwar rumschmussi. Das Date ist hier noch nicht gut genug. Was möchte ihr denn? Rücken kraulen? Der Sohn braucht Aufmerksamkeit. Er findet es nicht gut, dass die hier rummachen. Rücken kraulen, flirten, umarmen. Der steht richtig drauf, wenn die noch fetter ist als normal. Zuck mich schon im Arm. Freundschaftlich. So, du bist schwanger von meinem dritten Kind. Ich will nur eine Freundschaft. Ja, wollte ich eigentlich nie. Ja, schön. Okay, jetzt wollen beide ins Bett miteinander. Okay, entspannen. Du auch entspannen. Du kannst doch machen, was du willst. Hier, da ist auch ein Verwandter von dir. Sprich halt mit denen. Erzähl ihnen ein Geheimnis. Hör auf, dein Kind was vorlesen zu wollen. Ihr habt jetzt ein Techtelmechtel und zwar flott. Traumhaftes Date, passt. Schlaf gut. Dann kannst du seine Hausaufgaben fertig machen und dann kannst du schlafen. Was er macht, juckt mich eigentlich wenig. Ja, es ist ja schon ein Traum, das Date. Was soll denn da darum besser werden? Geld mit Musik verdienen, ja, das möchte auch schon, der möchte auch so ein Rapper werden. Spielt hier gerade mit seiner schwangeren Frau irgendwas, das sie unterkühlt? Ist halt auch so ein bisschen dämlich, aber okay. Was macht der? Liegt der in den hier im Bett? Das ist dein Bett. Boah, cool, Blumenstrauße, die kann man ja verkaufen. Schlafen in Unterwäsche. Was ist Hertha? Was ist da? Was möchtest du? Oh, sie hat ihr Kind zugedeckt, wie cute. Was möchtest du heute machen? Mit deiner Mutter reden. Die steht auch lustigerweise neben dir. Ja, jetzt kriegt er keinen Job, wenn die Bild nicht zugeliefert wird. Ab in die Schule mit dir. Wie sieht es eigentlich bei dir in der Schule aus? 2. Du bist arbeitslos, ja, das passiert halt. Findest halt auf einfach keinen Job bei dieser. Ach, der schwänzt schön die Schule. Really? Ja gut, passiert. Dann kann er sich ja um seine Pflanzen kümmern. War der jetzt schon den Bronze- und Gärtnerorden? Und wer möchte die Rechnung zahlen? Oh, er hat eine schlechte Note bekommen. Ah, das ist doch nicht schlimm. Was braucht auch ein Schulabschluss, also wirklich? Oh, deine Tochter ist wieder da. Spielt halt was zusammen. Könnt ihr nicht zusammen spielen? Komm, dann unterhalte sie mit einem Witz. Welches Mädchen steht da einfach so random rum? Die China Maya! Ich glaub's nicht, die wurde uns doch weggenommen. Da hat er doch das Jugendamt was dagegen. Alter, wie das Klo aussieht.
zu Abendessen. Wir könnten ja mal was für alle machen. Und zwar ein Fertiggericht. Okay, oder hier zum Essen rufen alle. Hat die jetzt eine Dose aufgemacht? Okay, du bist immer noch nicht satt. Dann rufen wir nochmal alle zum Essen. Zum Essen rufen alle. Kommt, du wirst hier nicht satt. Du musst hier mehr essen. Oh, wer ist denn das? Ach, die Natalie. Wollt ihr ihre Tochter abholen? Dein Bett ist hier. Du hast deine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ach, Mann. Hat die jetzt gerade am Boden gepinkelt? Kannst du einfach lesen. Ich glaube, das Schwangere am Boden schlafen ist gerade nicht so gesund. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. So, dann kannst du wieder viele pflegen und viele gießen. Kannst du ihre Hausaufgaben machen? Seine Schwester auch mal was zurückgeben. Ach, das Kind kommt. Oh, cool. Wir brauchen einen Namen. Namensgenerator-App. Oh, je kaplonaven. Was passiert jetzt? Mein Sim-Teil über den Kopf explodiert und daraus entsteht einfach ein zweites. Ach, süß. Schon mit Windel geboren. Und ich bin auf einmal wieder schlank und habe eine andere Kleidung an. Ein Mädchen. Amanda. Ah, die braucht jetzt so ein Kinderdings, gell? Das ist so ein Kinderstall oder wie das? So Bettchen, Kinderbettchen. Oh, hast du immer noch keine Zeitung bekommen? Muss in die Schule. Und vielleicht geht dein Bruder heute auch mal, ich weiß nicht. Ja, nee, scheinbar nicht. Oh, und der spielt einfach in der Pisse von der ist seine Mutter rum. Wie widerlich. Boah. Ist die Zeitung schon da, dass du dir einen Job suchen kannst? So, wie geht's dir? Was? 10 Kinder bekommen, hast du einen Vollschaden. Hier kannst du dich nicht wieder um deine Pflanzis kümmern. Nee. Viele gießen. Ja, schau, dann gieß viele. Ja, hast du die Schule geschwänzt? Ja, eine 4, das geht schon noch. Das ist top. Und sie braucht ja dringend einen Körperpunkt, dass sie befördert wird. Und das ist ja auch ihr Ziel, deswegen... Sind wir mal so nett und kaufen wir irgendwas? Achso, wir brauchen 900. Haben wir nicht. Du kannst doch das reparieren, nein, kannst du nicht. Dann reparierst du es. Kannst du es reparieren? Warum ist jetzt der ganze Boden voll derer Pisse? Wo hast du deine Hausaufgaben hingelegt? Oh, da ist eine Zeitung. Schau mal, da kannst du vielleicht einen Job suchen. Warum bist du nicht in Stimmung dazu? Dann lass das da frei.
Und räum das hier auf, vielleicht. Vielleicht wirst du dir jetzt einen Job suchen. Nein, nein, nein. Ja. Ja, vielleicht solltest du morgen mal in die Schule gehen, Nils. Was macht Hertha da? Möchtest du vielleicht einfach in deinem Bett schlafen? Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder über der Zeit. Du kümmerst dich mal um deine komischen Pflanzen da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Die Sims 2. Bis dahin, tschüss.